Machiavelli Beats. Das ist das letzte VBT und du bist leider dabei, denn das Internet vergisst nie. Scheiße, ich weiß, es wäre besser gewesen, hättest du selbst reflektiert. Soll ich mich mit dieser Fresse echt im Netz profilieren? Im Battle wirst du bloßgestellt wie ein scharlataner Matterfall. Zumindest siehst du aus wie Lenin nach seinem sechsten Schlaganfall. Alter, das ist ernst gemeint. Blaue Haare, schiefe Zähne und deine Lustigkeit wirkt aufgesetzt wie Mietverträge. Du nennst dich selber Phönix aus dem Aschenbecher, bist aber kein krasser Rapper. Ich dafür im Klassenbester, lass es besser. Du kriegst im Battle jetzt aufs Maul gehauen und wenn ich mit dir fertig bin, spring dir Spaß die Augen raus, trotz vom roten Umschwung und dem Sturz vom Zahnhaus, geblendeter Verräter, Order 88, Star Wars. Sieh's ein, der Kommunismus liegt in Trümmern. Digga, schieb ab, geh dich um deine Friese kümmern. Der Zweckreifvogel aus der Asche will mir seine Kräfte zeigen, aber das hässliche Vögel wird doch immer hässlich bleiben. Verbrenn dir nicht die Finger, der Schild ist zu heiß für dich. Warum bitte peilst du nicht, dass deine Quali scheiße ist? Deine Siegchance gleicht deiner Ideologie, denn sie ist so bleibt auf lange Sicht nur eine Utopie. Zumindest sieht man die an, dass du Spaß hast. Dein Rap ist ziemlich für den Arsch, aber Karl Marx. Du redest groß von Intellekt, doch hast leider nicht gecheckt, dass dein Clip statt Eindruck zu schinden peinlich und wack ist. Echt jetzt, macht Rap im Kinderzimmer zu viel Krach oder warum hängt ihr Lappen auf dem Dachboden? Hm? Als Einzelhandelskauffrau ist klar, dass du kassieren musst. Statt Battle Rap krieg ich von dir ne Piepshow. Tinnitus. Deine Aussprache lässt mutmaßen, du hättest gerade ein Glied im Mund. Ich schlag dich blau und rot, wie wenn du Spasti in den Spiegel guckst. Ich hab den Eindruck, du steckst ziemlich tief im Drogensumpf. Statt Quote für gefärbte Haare eher so der Quotenschlumpf. Doch du willst battlen und musst für diesen Fehler gerade stehen. Hab besser Respekt. Ich bin der rappende Gargamel. Du nennst dich selber Lenin, machst auf russischen Zar. Ich denk mir eher so, Tiochin Grassi war ja die Huschka. Und du machst dir noch Hoffnungen, doch dass ich dieses Ding gewinne, ist schon längst beschlossen. Und so sonnenklar wie Mittagshimmel. Der Zweckreifvogel aus der Asche will mir seine Kräfte zeigen, aber das hässliche Vögeln wird doch immer hässlich bleiben. Verbrenn dir nicht die Finger, der Schnitt ist zu heiß für dich. Warum bitte peilst du nicht, dass deine Quali scheiße ist? Deine Siegchance gleich deiner Ideologie, denn sie ist und bleibt auf lange Sicht nur eine Utopie. Zumindest sieht man dir an, dass du Spaß hast. Dein Rap ist ziemlich für den Arsch, aber Karl Marx. Der Zweckreifvogel aus der Asche will mir seine Kräfte zeigen, aber das hässliche Vöglein wird doch immer hässlich bleiben. Verbrenn dir nicht die Finger, der Shit ist zu heiß für dich. Warum bitte peilst du nicht, dass deine Quali scheiße ist? Die Chance auf einen Sieg gleich deiner Ideologie, denn sie ist so bleibt auf lange Sicht nur eine Utopie. Zumindest sieht man dir an, dass du Spaß hast. Dein Rap ist ziemlich für die Tonne, aber Karl Marx. Cavelli Beats.